Mit dem Wasser ist sehr entscheidend, denn würde ich immer auf jeden Fall, das halt wirklich, das ist zwar für viele auch immer so ein Thema, wo ich denke, ey, Alter, das macht doch sowieso jeder jeden Tag, dass dein Toilettengang richtig, richtig angekurbelt wird. Das ist ganz wichtig, ja, dass halt du dich von diesen ganzen alten Schlacken befreist und verschleimten Dingen befreist, ganz, ganz wichtig. Denn nachdem du Wasser getrunken hast, Toilettengang, sofort meditieren, ja. Ich hatte sogar früher Zeiten gehabt, als ich halt so meine große Heilung hatte im Harz, wo ich dann wieder wirklich für ein halbes Jahr normal arbeiten konnte. Ich bin nachts um 3 aufgestanden, um 3 Stunden Körper, Geist und Seelenarbeit zu leisten, um damit zu meditieren, um so viel Energie aufzubauen, dass ich halt auf dem Bau arbeiten konnte. Ich konnte wieder Fleisch und alles essen. Ich konnte 5-mal die Woche Kraftsport machen und echt mit nicht wenig Gewichten. Und obwohl ich irgendwie ein paar Monate vorher noch im Rollstuhl war, ja. Wow. Und deswegen ist das Thema Energie am wichtigsten, ja, das ist am allerwichtigsten. Und dann kannst du dir einen richtig geilen grünen Smoothie gönnen. Aber wie gesagt, wie ich vorhin schon meinte, jeder Mensch ist woanders abzuholen. Ja, kommt auf deine Basis drauf an, ja, wie weit ist sein Bewusstsein, ja, da ist auch nicht mit besser und schlechter gemeint. Aber auf jeden Fall ist ein wichtiger Faktor die Regelmäßigkeit. Und wenn jetzt zum Beispiel einer zu mir kommt, dem würde ich immer, es ist eigentlich immer derselbe, ich mache immer so 21 Tagesprozesse, ja, wo der erstmal ich sage ihm, pass auf, du machst jetzt mal 21 Tage alles anders, als du vorher gemacht hast. Das ist auch so automatisch wie so eine Art Challenge für ihn, ja, der kommt aus seiner Komfortzone raus, ja, macht jeden Tag dasselbe und nach 21 Tagen ist nämlich es, dass dein Gehirn, deine ganzen Zellen sich darauf eingestellt haben. Und wenn du nach 21 Tagen, sage ich ihm, okay, dann mach, was du willst. Ja, mach deine eigenen Erfahrungen, lebe dein altes Leben wieder, weil es wichtig ist, dass du dem Menschen das Gefühl gibst, ihm nicht wegzunehmen, sondern einfach nur ihm ein Ziel wieder gibst und so. Und das ist ja immer ganz wichtig, um anzufangen, jedes Jahr woanders abzuholen. Ne? Und wenn du denn etwas anders machst, und das ist meistens garantiert, ja, wird sofort schlechter, ja, und dann kommt er meistens wieder zu mir, um weiter zu fragen, was ist jetzt mein nächster Schritt und so. Und dann musst du wieder weitermachen, weil das, was ich erlebt habe in dem Bereich, da kannst du ja bei Krebs, da kannst du bei Allergien, da kannst du bei Burnouts, bei Depressionen, ich komme auch aus der Depression und ich kriege auch immer mehr Anfragen von Leuten, die Depressionen hatten. Das ist immer dasselbe Prinzip, ja. Hat alles mit Energie zu tun, ja. Du kannst zum Beispiel einen depressiven Menschen 2 Wochen uns wirklich alleine und depressive Menschen haben immer ein Problem mit sich alleine klarzukommen, ja. Haben ja sowieso viele Menschen, aber wenn du nicht alleine mit dir sein kannst, kannst du auch nicht in Beziehung leben. Deswegen sind viele Menschen, die nicht mit sich alleine klarkommen, wundern sich, wenn sie irgendwie 1000 Beziehungen im Leben haben und sich immer wundern, immer nach fast derselben Zeit gehen die Beziehungen kaputt. Egal ob mit Freundin oder irgendwie später Frau oder so. Du musst mit dir alleine klarkommen. Das ist ganz wichtig. Es geht um die innere Freiheit. Und das hat alles mit den 21-Tagesprozessen mit Körper, Geist und Seele zu tun. Und ich würde generell, was ich vorhin meinte, mit dem Smoothie, mit dem Meditieren, meditieren immer direkt nach dem Aufstehen, wenn du dein Wasser und Toilettengang hattest. Ganz wichtig, weil du dein ganzes System ist noch nicht so belastet mit so vielen positiven wie negativen Informationen, mit noch nicht so viel Strahlung, ja, mit dem Handy und alles. Das ist ja so viel Strahlung für die Hirn, für die Augen. Das entspricht ja niemals unserer Natur, ja. Vor 100 Jahren haben die Leute auch gelebt, auch ohne Handy. Und guck dir mal die Genetik an. Guck dir mal die Genetik vor 100 Jahren an von den Menschen, wie hart die arbeiten konnten, egal ob da Krieg oder so war. Aber ohne Witz, was das war für Generationen waren, ja, was die geleistet haben. Ja. Und heute werden Menschen geboren mit Rheuma, mit Allergien. Ja. Es gibt alleine schon in Deutschland gibt es 4 Millionen Menschen, die Rheuma haben, 20.000 Kinder, die schon geboren werden jedes Jahr. Wow. Und das gab es vor 100 Jahren gar nicht. Das gab es gar nicht. Und wie haben die gelebt? Die haben nicht Social Media gehabt, die haben nicht jeden Tag Fleisch gegessen, die haben nicht jeden Tag geraucht, nicht jeden Tag Alkohol vielleicht, weil sie es selber hergestellt haben oder so, aber das war alles nicht so. Die haben alle Bio gehabt, da war Bio normal. Heute wird Bio für verrückt erklärt. Ja, und Bio war da normal, weil jeder hatte seinen eigenen Garten. Von daher war Bio, war keine Pestizide, keine gespritzten Dinge und so. Deswegen auch wichtig, dass man auf Bio achtet, ja, weil die auch total. Die ganzen Pestizide gehen ja so aufs Gehirn, ja, und das rächt sich natürlich alles erst, wenn du 60, 70 bist und dann auf einmal kommen vielleicht viele Krankheiten, je nach Genetik, ist ja immer anders. Jeder Mensch hat eine andere Genetik, ja. Deswegen gibt es immer wieder
Menschen, die sagen, ja, aber mein Opa ist 80 Jahre alt geworden, hat sein ganzes Leben lang nur auf gearbeitet und konnte rauchen, saufen, essen, was er wollte und ist nie krank geworden. So, dann musst du eigentlich nur sagen, ja, na, was wäre denn gewesen, wenn er das und das anders gemacht hätte? Vielleicht wäre er 150 geworden. Und es gibt Bücher, da sind Menschen, also jeder, der da unter 100 geworden ist, in den damaligen Zeiten, der war, der ist viel zu jung gestorben, ja, ist richtig ausgedrückt. Also wie unser Körper, es gibt echt geile Bücher, die ja echt der Wahrheit entsprechen, die dich so total tief berühren, dass du erstmal merkst, der Körper ist ja für viel mehr Jahre ausgelegt, ja. Und heute ist es normal, dass du irgendwie 80 bist, 80 ist überhaupt. Unser Körper ist für 160 Jahre normalerweise ausgelegt, ja. 160. Ja, und da Wow. würde ich euch immer ein Buch empfehlen, aber auch, ich hasse nämlich Lesen, aber Lesen ist echt wichtig. Und deswegen, also ich habe ein Schlüsselbuch gehabt, was auch so um Körper, Geist und Seele geht, was echt, das ist wie ein Krimi geschrieben, kostet 9 Euro. Und das heißt von Andreas Campobasso mit C geschrieben bei Amazon. Und Stopp, Umkehr des Alterungsprozesses, ja. Das ist so geil, das Buch. Das macht so einen Spaß, das zu lesen, ja. Weil wie gesagt, ich hasse Lesen, echt. Ich habe das schon immer gehasst, Lesen. Ich komme damit nicht klar, ja. Weil ich bin ein Mensch, viele können sich vielleicht damit identifizieren, ich beobachte immer alles und lerne eher daraus. Ich mag aber nicht lesen. Aber das Buch ist der Hammer. Und wie gesagt, mit Thema Morgenroutine und der Regelmäßigkeit nach der Meditation. Auf jeden Fall was Körperliches mal klar, entweder gehst du zur Arbeit, hast du körperliche oder machst Sport, eine kleine Sporteinheit, oder gehst echt eine Runde raus spazieren, Flotterspaziergang. Und wie gesagt, ich bin damals um 3 Uhr aufgestanden, um diesen Zustand zu haben. Deswegen hatte ich von Anfang an auch gemeint, das bringt nur die Regelmäßigkeit was und du musst das Level halten. Ja? Kein Sportler der Welt wäre so erfolgreich und Weltfußballer, wenn er nicht jeden Tag, weiß ich nicht, 5000 Sit-ups machst, so viel schläft und sein ganzes Leben danach ausrichtet, was jetzt aber nicht heißen soll, dass das irgendwie anstrengend ist oder so. Es bringt ja ganz viel Lebensqualität. Du investierst Zeit, meistens noch Geld in Sachen Superfoods oder sowas, ne, in ein paar Nahrungsergänzungen und investierst Zeit, aber kriegst dafür das tausendfach zurück an Lebensqualität. So, und das sind meine wichtigsten Faktoren einfach. Okay, super. Also ich merke, das ist ein sehr komplexes Thema und wir Ja. könnten da, glaube ich, stundenlang Ja. drüber sprechen. Bloß in Anbetracht der Zeit natürlich müssen wir jetzt das so kurz wie möglich halten. Aber ich hoffe, dass jeder von euch irgendwie so für sich was rausziehen konnte und sich inspirieren lassen konnte. Also du bist auch ein sehr inspirierender Mensch. Also schon Dankeschön. alleine die Geschichte zeigt ja, was alles möglich ist vor allem. Oh, ich muss jetzt weinen. Nein, Nee, ich habe was ins Auge. das war. Na Mensch, ist ja ein Oh, es Ding. berührt Glück mich haben wir so mit tief. dir. Dankeschön. Ja, ein bisschen Freudentränen, aber Ja, naja. Nee, ja. also ich bedanke mich wirklich für dieses Gespräch von Herzen, weil da so viel drin steckt, ja. Also was du anderen Menschen weitergeben kannst. Und ich hoffe, dass auch der ein oder andere von euch ja auch jemanden kennt aus seinem Umfeld, der davon profitieren könnte, dann meldet euch einfach mal bei Robert. Ja, also das ist ein ganz lieber Mensch und hilft auch gerne. Von daher, ja, also super toll, dass wir heute dieses Gespräch führen durften. Ja, und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und danke fürs Zuschauen an der Ich Stelle. setze ein paar Links unten rein, ne, dass ihr den Kontakt auch zu Robert herstellen könnt. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal wieder und können Ja, nochmal gerne. eine Folge drehen. Ich hoffe auch, ja. Ja, dann gehen wir nochmal tiefer vielleicht Ja, ins Thema sehr rein. unbedingt, sehr Ja, gerne. Also, ja. ich will ja sowieso viel mehr kürzere Videos machen und jede Woche mehr mit YouTube und so, da will Videos super authentisch rüberkommen. Ja, Deswegen super. danke dafür, dass ich dabei sein durfte, Sehr, ja. sehr gerne. Also in diesem Sinne, bleibt froh und bunter, ja, und gesund vor allem. Ja. Ja, Gesundheit ist das höchste Gut an der Stelle. Guti, Alles na klar, dann. denn danke fürs Zuschauen. Danke dir. Tschüss. Ciao.